Willkommen zurück, ihr Lieben. Bevor ich euch erzähle, welche wundervolle Heilkraft der Rhabarber hat, möchte ich euch 8 Fakten nennen, welche ihr beachten solltet. Erstens, beim Ernten eures Rhabarbers bitte die Stängel einfach herausdrehen und nicht abschneiden, da ihr sonst die Pflanze beschädigt und ein Pilz- oder Bakterienbefall droht. Zweitens, die Blätter des Rhabarbers sollten nicht verzehrt werden, da sie einen hohen Gehalt an Oxalsäure haben, welche zu Erbrechen oder Durchfall führen kann. Drittens. Übrigens ist Rhabarber kein Obst, sondern gehört botanisch gesehen zum Gemüse. Er ist ein Knöterichgewächs, wie der Sauerampfer zum Beispiel. Viertens. Auch in den Stängeln befindet sich die Oxalsäure. Daher wird empfohlen, ihn nicht roh zu verzehren, da die Säure das Kalzium im Körper bindet und außerdem eure Nieren und euren Zahnschmelz angreifen kann. Fünftens. Ihr könnt die Oxalsäure minimieren und von den wunderbaren Wirkstoffen, von denen ich euch später erzählen werde, profitieren, wenn ihr den Rhabarber vor dem Verzehr andünstet und ihn mit Milchprodukten reicht. Sechstens. Menschen, welche an Gicht, Rheuma, Arthrose, Nieren- oder Blasensteinen leiden, sowie Schwangere und Kleinkinder unter 12 Monaten, sollten aufgrund der enthaltenen Säuren vorsichtig sein. Siebtens. Ihr solltet nur jüngere Stängel ernten und vorher schälen, da in den äußeren Fasern vermehrt die Oxalsäure angereichert ist. Achtens. Die Ernte sollte nicht über den 24. Juni hinausgehen, da die Pflanze ihre Zeit zur Regeneration braucht, um im Folgejahr wieder kraftvoll wachsen zu können, beziehungsweise ist der Anteil an der besagten Oxalsäure sehr hoch. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Appetit, aber ihr seht, wie stark unsere Natur ist. Aber nun zu seiner goldenen Seite. Seine wertvollen ätherischen Öle, Apfel- und Zitronensäure, Gerbstoffe sowie Kalium, Phosphor, Eisen, Magnesium, Pektin, Vitamin C, K und sogenannte Anthocyane, sekundäre Pflanzenstoffe, welche übrigens auch für die Rotfärbung zuständig sind, stärken euer Immunsystem und eure Verdauung, können blutreinigend, entzündungshemmend, blutdruckregulierend und antioxidativ wirken. Und außerdem wird ihnen eine regenerierende Wirkung und reinigende Wirkung auf eure Leber, eure Galle und euren Darm nachgesagt. Habt einen wundervollen Tag. Bis später. Bye bye.